Hallo Leute, ich heiße euch herzlich zurück zum Let's Play von Minecraft, meinem Modpack. Ich bin, ja, wir haben das letzte Mal hier runter gegraben, damit wir an Rohstoffe kommen und haben eine Spitzhacke neue gebaut. Können wir gleich nochmals eine bauen? So. Eine Schaufel möchte ich gerne noch, weil wir so viel Gravel finden. Und wir tun das in den Ofen. Haben wir genug Kohle. Ah ja, die Fackeln wollte ich noch machen, genau. So, noch mehr Sticks machen. Gut. So, dann haben wir hier noch... Nein. Okay, gehen wir wieder runter. Ja, wir könnten mal noch etwas essen, damit wir die Lebensenergie regenerieren. Hier ist noch ein Zombie irgendwo. Auch den ignorieren wir. Wir können auch abbauen. Das Eisen, genau. Ja, wir bauen jetzt erst das Nötigste ab. So ist die ganze Zeit hier unten wieder. Dann können wir das da auch noch abbauen. Aber die Konzentration ist momentan bei einem Haus bauen, einem schönen, und dort ja die Maschinen bauen, die wir brauchen, um effizient irgendwie Rohstoffe herzustellen und so weiter. Und ja, wir müssen kurz Diamanten finden. Da haben wir irgendwo Lava. Hoffentlich kommen wir zur Lava. Ist gleich. Okay, auf der Minimap sieht man es. Es ist leider sehr klein und nicht genau exakt. Aber jetzt haben wir es. So, hier haben wir eine Motte. Okay. Oh, schöner Stein. So ist die Höhle gleich ein bisschen arktischer. Hier haben wir Gold, oder? So, wieder. Jetzt habe ich schon gedacht, weil wir es an dem großen Lavasegel gefunden haben, dass wir Diamanten finden, aber ich weiß nicht, Diamanten sind ja wahrscheinlich wieder seltener durch die verschiedenen Erze. Ich weiß gar nicht, in welche Richtung ich gehen soll. Ein bisschen Lapis Lazuli, auch wenn wir das nicht brauchen, weil wir noch nicht 1.8 spielen, also 1.7.10. Aber mit Schüssel kann man schöne Sachen lassen. So, le. Ja, das sind jetzt. Das brauche ich jetzt noch nicht. Also Eisen finden wir genug, das ist schön. So, jetzt sind wir wieder hier. Wir müssen eben schauen, wegen den Blöcken, den verschiedenen, können wir nicht so viel mitnehmen. Also es ist schnell voll, das Inventar. Und das macht das Höhlenabenteuer ein bisschen konzentrierter. Und ja, dass wir schauen müssen, dass wir nicht zu viel mitnehmen. Die Backpacks sind noch ein bisschen teuer für den Anfang. Da müssen wir uns noch um Leder kümmern und um Fäden für die großen, um Farbe. Ist auch nicht so leicht. Und ist auch ein bisschen umständlich. Ein Packpack, wenn er nicht so groß ist noch. So. Okay, Kohle mit
Halt. So. Ja, hier war jetzt mal noch nichts Gutes. Da geht's wieder nach oben. Okay, ist gar noch nicht so voll. Wir machen wenig Steine noch gesammelt. Ja, hier könnten wir noch schauen. Ja, das ist einfach oben. Ah, ich mag solche Höhlen. Der Mod, der ist so gut, der Underground Biomes Mod. Hier haben wir Salz noch. Ah, hier könnten wir noch gehen. Haben wir noch Gold vergessen. Das sind, nein, das sind keine Dias. Ist es? Doch, das ist. Das sind Dias. Sieht nur so einfarbig aus. Bisschen anders getönt. Diamanten. Aber wieder nur zwei. Komm, ich schau noch mal genau. Hier waren die Diamanten. Ah, da ist noch ein Diamant. Ey, das ist. Das ist wieder mal typisch Diamant jetzt. Also immer schauen schräg noch. Das ist. Gut, gut. Jetzt können wir eigentlich gleich nach oben ab. Mich interessiert es jetzt noch, was da hinten ist. Da sehe ich noch irgendwas Schönes. Nur eine Motte. Naja. Schade. Dann nehmen wir Blei mit. Oh, Gold auch noch. Schön. Sodele. Das 10 Netz nehmen wir jetzt auch noch mit. Und ja, Redstone. Einfach bis direkt zur Höhle nochmals alle Erze mitnehmen. Dann müssen wir nicht mehr so schnell runtergehen, um abzubauen. Ja. Wir brauchen sehr viel Kohle. Deshalb. Auch noch mit. So. Also da können wir uns noch ums Haus schauen, uns, wo wir am besten das Haus bauen können. Sollte schon ein schöner Platz sein. Weil wir da hauptsächlich wohnen werden. So. Wusste ich, dass da noch Lava ist. Zwar hört man es nicht, aber neben Obsidian ist eigentlich fast immer Lava. Und das Lava natürlich auch in die Wände reingehen, die Wände reinfrisst, einfach nur so generiert werden. Ja, wo ist der Weg nach oben? Muss eigentlich hier sein. Sieht man das? Nein, man sieht es nicht auf der Minimap. Es war nicht hier, es war beim. Da, es war noch weiter in diese Richtung. Aber irgendwie oben durch. Ah, wir finden das schon. Da unten. So. Creeper, kein Problem. Da ist er. Gut. Ja, jetzt nach oben. Ja, heißen wir auch nicht. Kein Blei mehr. Ich dachte, irgendwo wäre noch Ding gewesen. Sag schon. 10. Aber hab mich wahrscheinlich einfach. Ja, war nicht so aufmerksam. So. Kümmern wir uns noch um Truhen, um den Rest reinzutun. Ja. Machen wir eine Doppeltruhe.
So der. Okay. Haben wir Tag? Können wir nicht sehen. Ja, dann gehen wir nach oben. Haben wir noch Samen? Irgendwelche Seeds da? Dann nehmen wir die blaue Ding mit. Machen wir am besten Trees. Da ist er. Juicer. Okay, Druckplatte. Genau. Dann haben wir auch noch eine zweite. Hallo, geht das mit dem gar nicht? Das ist denn schade, dass keine Druckplatte geht. Ja, nur normalen Bruch. Nur einen Bruchstein. Ja, was wollen wir jetzt machen? Wir schauen mal, ob es das geht. Nein, geht auch nicht. Ah ja, stimmt, ja. Hab ich fast vergessen. Wir müssen normalen Stein machen, nicht Bruchstein. Das sollte auch gehen, so. Ja. Okay, wir brauchen nur 3. 2. So. Ja. Okay, dann war es so. War das auch Stein? Hm. Machen wir mal 8. So. Ah, es war unten. Deshalb. Aber es geht nicht. Brauchen, denke ich mal. Ja, normale Stein. Man sieht so schlecht. So. Also können wir ums andere. Ja, es ist wieder Tag, schön. Zuerst mal. Bisschen komischer Abbauding. So, hier machen wir den Bärengarten. Hier können wir den Bärengarten machen. So, ein bisschen weiter weg, aber wird der noch generiert, also das ist West, nicht außerhalb der generierten Zone. So. Potatoes haben wir auch. Ja, da können wir die Seeds gleich verwenden. So, der. Also, dann machen wir uns mal noch eine Hacke. Jetzt aus Eisen. Voll die Verschwendung, ich weiß. Aber wir haben keine. Ja, wir haben schon Steine, aber. Nicht so. So, denn? Kann ich auch machen. Hier auch. Das Waffen. Ja, wird schon ein bisschen schneller. Schöner Garten. Also, die Bären wollte ich. So. Und es regnet. Das ist eine bessere Bewässerung. Genau. Wir könnten, glaube ich, irgendwie. Das können wir, glaube ich, mit ohne Mod, ohne den bestimmten Mod nicht machen. Weizen zusammen umwandeln. Aber ist ja auch nicht so realistisch. Also der Weizen hat noch Samen, na klar. So. Also.
Dann machen wir mal die Karotten nehmen wir mit die Kartoffeln. Das Haus bauen wir jetzt. Dafür möchte ich aber ein bestimmtes Haus, Holz noch sammeln und hier daraus noch Carpenter Blocks machen. Ich glaube so. Nein, das ist anders herum. So. Ein bisschen mehr. Ja, wir brauchen mehr. Es ist. So, dann machen wir mal alles, was wir nicht brauchen, noch mal rein. Ja, Gäste nicht. Gut. So. Okay. Und jetzt, ja, Axt haben wir eine gute. Müssen wir schlafen. Das ist alles unterirdisch. Aber bald. Kurz noch irgendwie einen Baum fällen können wir. Aber wo? Wir könnten das Tigerwood dort holen und der Kirschbaum dort. Ja, eben, die Biome sind nicht so neu, also modartig, deshalb sind nicht so viele Sachen da, wie verschiedene Bäume. Aber wenn wir dann in einen Baums XL Biom gehen oder in ein Baums so Plenty Biom gehen, dann hast du danach schon neue Bäume, alles mögliche. So, dann machen wir mal die Erze, Riebel und die Steine. Die können wir lassen. Und hier alles Grünes. Nein, nicht das. So. Dann können wir noch eine Truhe oben bauen. So, aber können wir jetzt schlafen? Noch nicht. Nun gut. So, und zwar hier machen wir das und die Schüsse rein. Und wir könnten die Hütte eigentlich da drauf oder da rein. Wir könnten hier so einen Turm bauen, einen Minenturm. Habe ich auch noch nie gebaut. Weiß jetzt nicht genau, wie ich den machen soll. Aber die Minentürme, die ich kenne, sind eher modern. Möchte ich nicht unbedingt hart machen. Dann kam das, können wir schon etwas bauen, das so aussieht. So, haben wir das? Jetzt haben wir eigentlich alles leer, da können wir dann. Wo sind denn Monster in der Nähe? Oh. Dankeschön. Alles geht so schnell. Danke fürs Abbauen. Ist doch eine Tür. Also eben ausleuchten, damit hier keine Monster kommen. So. Versteckte Creeper gehen nicht. Die gehen einfach gar nicht. Oh. Paprika. Die Höhlen hier sind. So, Dele. Alles schön ausleuchten. Aber jetzt müssen wir zurück. Jetzt haben wir genug gesehen hier. Kurz hier oben ausleuchten.
bisschen rennen, weil wir jetzt Essen haben. Ja, jetzt ist Nacht. Zu schnell wieder Nacht geworden. Obwohl wir auf die Nacht gewartet haben. Weil wir eben ausleuchten mussten. Aber, nun gut. Das ist gut. Da noch ausleuchten. Wir sollten jetzt eigentlich keine Monster mehr spawnen. Aber eben dennoch möchte ich wieder zumachen. Aber jetzt mit Erde. So können keine Monster mehr reinkommen. Gut. So. Jetzt haben wir hier wieder ein paar Sachen. So. Und jetzt gehen wir uns auf den Weg machen. Oh, schon wieder Zeit. Nein. Ich mache jetzt nicht mehr ganz so lange Parts, deshalb muss ich öfters auf die Uhr schauen. Wir holen noch diesen Ding, Hut dort. Teigehut. Baum. Und ja, dann sehen wir uns wieder im nächsten Part, wo wir dann beginnen zu bauen, wenn wir das Holz haben, das hier uns gefällt. Also machen wir mal das CX weg. Wir haben die Schere gerade nicht dabei. Naja. Ist egal. Verschwindet's halt. Also zuerst mal das Holz daneben, dass das Blattwerk schneller weggeht. Weil ich glaube, es ist von Natura, wo die Bäume so lange brauchen, bis das Blattwerk weg ist. Und dann noch stundenlang warten müsst. So, jetzt. Ja, Zombie, bist du unterirdisch? Bekommen wir Setzlinge überhaupt? Okay. Gehört dieser Baum nicht dazu. So, Dele, was ist das da unten? Buchsbaum. Ne, brauchen wir nicht. Können wir dann in einem Garten, in eine Allee setzen. Ja, dann. Ne, den brauchen wir nicht. Der hat so helles Holz, glaube ich, ist es der. Ja. Das ist der Yakura-Wut oder so. Und der andere. Ah ja, Jakarta, glaube ich. Genau. Und der andere hat gelbes Holz. Ja, glaube ich, gelb. Der mit den dünnen Stämmen. Den können wir dann auch mal noch suchen. So, aber nein, da. Naja, finde ich halt nicht so schön, weil es recht wie sagt man dem? Gepunktet ist. So. Dann können wir bald die Karotten und so wieder weglegen. Können wir nicht gutes Essen draus machen. Können wir noch Bäume fällen hier? Ich denke, ich mache das Haus einfach irgendwie so ein bisschen hier in diese Richtung. Und genau. Überlegen, wenn wir die Bäume hier weg haben. Weil es hier schon ein bisschen steigend ist mit der Höhendifferenz. Naja, ist nicht gut. Sehe ich gerade. Wir bauen das Haus entweder dort oder hier am. Wir bauen das Holz, das Haus hier. Ab zuerst hole ich mal die Schere wieder und dann machen wir das mit den Blättern, mit den Lianen. Dann haben wir die schon mal. Weil die werden, denke ich mal, nicht generiert, wenn man Dings sammelt. Was ist das? Mistel. Mitnehmen.
Wir haben so viele Sachen hier. Gleich zwei weg. Eine kleine. Ein wenig gedrückt und schon haben wir hier noch die Blätter mit. So. Wo war dieses komische? Also, es war nicht hier. Okay, gut. Also, hier können wir genug. Hab das gleich mal ein. Nutmeg und Walnussbaum. Auch nicht so schön, aber ja, können wir nichts dafür. Pflanzen wir dann anders hin. Wenn die ausgewachsen sind, mache ich den Baum weg. Dann können wir die Nutmeg und die Walnuss irgendwo anders hin tun. Nutmeg ist irgendwie, weiß nicht, Haselnuss oder so. Also ein minimal Terraform messen wir hier. Das lohnt natürlich so. Aber das liegt an der World-Generation, sie ist ja auch schon recht hügelig bei den Wäldern. Ah, ich habe recht gute Gedanken. Also ich denke jetzt gerade recht an mein Haus, was ich bauen soll. Weil wir müssen recht große Maschinen noch unterbringen und so weiter. Da haben wir viel zu tun. So, ich mache mir dann auf die nächste Aufnahmesession noch Gedanken, wie genau das Haus wird. Und ja, weil bis da muss ich noch hochladen. Ich werde wahrscheinlich zwei Parts pro Tag bringen. Werde ich schaffen. Und wenn es mir besser geht, werde ich drei oder vier Parts hochladen. Wenn es mir schlechter geht, wird wahrscheinlich halt auch mal ein Tag kein Part kommen. Aber die Motivation ist extrem hier wieder. Also beim letzten Let's Play war die Motivation so schnell wieder weg, weil ich einfach immer so gedacht habe, ja, ich kann so wenig bauen. Es ist so wenig los. Das finde ich so richtig schade. Ja, jetzt hier müssen wir auch irgendwo weit wegreißen, um Bäume zu finden, die mir gefallen. Aber ja, das ist normal. Dass wir halt nicht so schnell vorwärts kommen wie im Vanilla. Das ist auch gut so. Beim dritten Part vom letzten Let's Play schon eigentlich alles gehabt zu haben, hat mich schon ein bisschen gelangweilt. Gut. Wir brauchen mehr Truhen wieder. Bessere Truhen können wir noch nicht herstellen, aber bald. Das möchte ich anpflanzen. Ja. Tun wir halt hier wieder ein bisschen Grünes rein. So, die will ich anpflanzen. Gut. Kurz schauen auf die Uhr. 14. Machen noch 5 Minuten. So, dann. Gerade alles wegmähen. Ach so, also. Rasenmäher würde richtig gut passen. Den man natürlich auch zuerst herstellen muss, aber dieses Zeug einfach auf diesen tausenden Mods. Das ist riesig. So, Dele. Ja, irgendwo dann noch Erde abbauen. So, jetzt möchte ich die auf der anderen Seite anbauen.
hier mal kurz pflücken. Das sieht irgendwie komisch aus. Muss ich da mal googeln, was das ist. So, oh, jetzt wird schon wieder Nacht. Gott, oh Gott. Das geht, dass die Zeit vergeht extrem. So. Dann machen wir das gleich. So und so. Ja, die möchte ich kurz noch anpflanzen. So. Jetzt können wir schlafen. Ja, sehr gut. Sieht komisch aus. Aber im Eisen ist weiß. Eisen ist weiß. Ein König, der in einer Arztkleidung ist. Ah ja, genau. Bäume noch anpflanzen. Den Markt mehr können wir. Nein, nein. Ich mache alles hier oben, damit wir mehr Gartenplatz haben. Ach, übrigens, ich habe. Also der Mod auch von Ding ist drin. Von Life in the Woods ist drin, dass die Setzlinge, die am Boden fallen und bleiben, direkt wieder angepflanzt werden. Das ist praktisch. So. Aber jetzt muss ich den Part beenden, sonst wird er zu lange. Weil die Parts meistens nicht zu Ende angeschaut werden. Das ist schade. Ich schaue jeden Part, den ich anklicke, immer zu Ende. Draco ist ein Vorbild. So, Dele. Ah, da können wir noch eine Birke anpflanzen. So. Ich will noch kurz schauen. Ja. Die Bäume sind nicht im Weg. Ich möchte nämlich so viele Früchte an einem Baum wie möglich haben. Und wenn die dann ineinander reinwachsen, werden die Früchte an manchen Stellen nicht generiert, weil sie nicht können. So, aber so ist gut. Gut, also, Dankeschön fürs Schauen. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal auch wieder einschalten könnt, wollt. Und ja, bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen. Tschüss.